Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Minecraft Jurassic Park. Und ihr wundert euch sicherlich schon, wo denn die liebe Miriam ist. Die ist im Urlaub und kann deshalb nicht mitzocken. Deswegen müssen wir heute mal ein bisschen alleine klarkommen. Und ja, seit dem letzten Mal ist schon viel, viel Zeit vergangen. Es regnet leider gerade. Aber ist ja nicht weiter schlimm. Unsere Gallimimusse, die wir ausgebrütet haben, sind schon gewachsen. Sind jetzt schon sehr, sehr groß, wie ihr sehen könnt. Ich würde ungern... Ah, so, wir sind drin. Die sollten uns eigentlich nichts tun. Und ihr seht ja, wie groß die schon geworden sind. Also das ist wirklich, wirklich krass. Ich weiß aber gar nicht, wie das jetzt ist. Gezähmt sollten die, glaube ich, noch nicht sein. Oh, haben die noch Futter? Na doch, hier ist, glaube ich, noch Food drin. Ja, das passt. Gezähmt sollten die noch nicht sein. Aber das können wir gleich mal nachschauen, weil das erste Ziel für die heutige Folge ist, zeige ich euch gleich, mal hier raus. Gut, keiner ist irgendwie erwischt. Das erste Ziel für die heutige Folge ist nämlich ein Item, womit man gucken kann, ob die getamed sind, nämlich das Dinopedia. Das möchte ich gerne herstellen heute. Dafür brauchen wir ein Biofossil und ein Buch. Und ich weiß gar nicht, ob wir das haben an Ressourcen. Dann könnten wir es direkt machen. Also ein Buch ist auf jeden Fall schon mal am Start. Was haben wir hier? Tyrannosaurus-Ei. Biofossil sehe ich jetzt hier auf die Schnelle nicht. Vielleicht hier? Nee. Oh, hier sind noch Items drin. Holy moly. Okay, Miri hat anscheinend noch ein bisschen weiter gespielt. Nicht schlecht. Stimmt, hat sie auch erzählt. Sie hat irgendeinen Hammer für mich gemacht. Hier, der hier. Magnetisch, 3, Diamant, hast. Okay, was kann denn der? Das probieren wir gleich mal gemeinsam aus, Leute. Bin ich ja sehr gespannt. Ja, wir müssen jetzt ein paar Fossilien ranholen, Biofossilien. Und dann können wir mal das Dinopedia machen. Aber wir gehen jetzt erstmal hier runter gemeinsam und testen mal hier diesen Hammer aus, den sie für mich erstellt hat. Ich würde sagen, wir gehen ganz nach unten. Was wir auf jeden Fall noch brauchen, ist Diamant. Wir brauchen Eisen und natürlich so ein Biofossil oder was das war. Habt ihr ja gerade gesehen. Ich würde fast sagen, dass wir einfach mal hier gleich einen neuen Gang anfangen. Und zwar nach rechts. Nehmen wir hier an. Ah, der Server laggt leider noch ein ganz bisschen, wie ihr seht. Aber das soll uns jetzt nicht weiter stören. Oha, okay. Okay, der Hammer ist krass. Der hat jetzt, glaube ich, 9 Felder abgebaut, so wie es aussieht. Ziemlich, ziemlich nice. Das testen wir nochmal. Oh ja, schaut mal, der baut 9 Felder gleichzeitig ab. Sehr, sehr cool. Hier ist leider Ice Stone. Das bringt uns nicht viel. Ich würde sagen, ich... was ist das denn? Ancient Fair Spores. Okay. Das sind irgendwelche Pflanzen, ne? Die werden wir vielleicht zur Fütterung oder so der Dinosaurier brauchen. Irgendwelche Sporen oder sowas. Oder Samen oder sowas. Ich weiß es nicht. Das ist alles uninteressant. Bisschen Kohle. Ich würde sagen, ich buddel jetzt hier noch ein bisschen weiter. Und dann schauen wir mal, ob ich ein paar Fossilien noch finde. So, ich habe einige ja, Fossilien und sowas gefunden. Zwar nicht viel, aber ein bisschen was zumindest. Ein Relic-Scrap und 4 Biofossile. Damit sollten wir jetzt erstmal unser Buch auf jeden Fall herstellen können. Ich pack mal hier. Was ist das denn? Ankylosaurus-Armbone. Oh, interessant. Nicht schlecht, was wir hier gefunden haben. Frozen Meat. Hier gibt es echt viele coole Items. Miri wird mich umbringen. Die Ordnung bringe ich halt komplett durcheinander, aber das macht soweit nichts. Sie wird sich freuen. Sie darf das alles wieder aufräumen, wenn sie wieder da ist. Aber gut. Bücher brauchten wir noch. Und dann können wir nämlich schon unser Buch da herstellen, was wir brauchten. Das Dinopedia. Schauen wir doch mal. So, Dinopedia. Falls mal irgendwas ein bisschen verzögert ist, seid mir bitte nicht böse, der Server, der leckt ein bisschen. Da haben wir momentan ein paar Probleme mit. Aber das soll uns hier nicht weiter stören. Was ist das hier überhaupt? Eine Holzfäller-Axt. Hammer, Holzfäller-Axt, Breitschwert. Also der Hammer ist ja schon mal mega cool, dass man da 9 Sachen gleichzeitig mit abbauen kann. Okay, mit diesem Buch soll man jetzt Informationen über die Dinosaurier kriegen können. Da, jetzt sehen wir es. Okay, Gallimimus. 40 Jahre ist er schon alt. Eieiei. Ja, das liegt daran, dass noch Magnus und ein Kumpel von ihm auf dem Server spielen. Und wenn die online sind, dann läuft auch hier die Zeit weiter. Deswegen ist er schon so gealtert. Ja, Health ist gut, Hunger. Okay, da brauchen wir wieder Futter, ne? Oder? Aber wieso frisst er nicht? Er hat ja was im Fieder. Das ist auf jeden Fall ein Männchen. Ungezähmt. Okay. Und der andere? Schauen wir da auch mal. Ja, das war der, ne? Der ist gerade wieder ein Jahr älter nur geworden. Um den mal zu kriegen. Ne, die sind beide Male und
40 oder was? Ja, der eine ist 40, der andere ist 41. Und beide männlich. Aber die sollten eigentlich hier noch Food drin haben, wenn mich nicht alles täuscht. Hier ist doch noch 375. Das können die eigentlich futtern. Ich hoffe, die... Oh Gott. Das wollte ich nicht. Ich hoffe, die sterben da drin nicht. Ist aber schon mal gut, dass wir so ein Buch haben. Als nächstes steht tatsächlich an. Ich werde mir noch mal ein bisschen Food brennen, glaube ich. Haben wir hier noch was da? Ah, wir hatten noch ganz viele... Oh, waren das da? Noch ganz viele andere Sachen zum Fressen. Hier ist so ein Rhabarber, nehmen wir einfach mit. Rest packe ich hier rein. Oh Gott, ey, die Ordnung ist der Hammer. Das behalten wir mal im Inventar. Einen Bogen sollten wir uns vielleicht auch mal machen, aber passt schon. Tyrannosaurus-DNA haben wir rausbekommen. What the fuck? Okay. Cool. Was ist das? Also hier hat auf jeden Fall jemand fleißig Sachen reingeschmissen. So, das hier auch mal rein. Relic Scrap. Nicht schlecht, nicht schlecht. Hier scheint man einiges rauszukriegen. Also Miri war wohl fleißig. Wie es aussieht. Und hat uns noch eine zweite Tyrannosaurus-DNA besorgt. Ich dachte, die wäre selten. Haben zumindest einige in die Kommentare geschrieben. Und jetzt ziehe ich mal ein bisschen los und suche mal einen schönen, geeigneten, passenden Ort, wo wir, was bauen können. Oh Gott, Miri hat sich hier richtig ausgetobt mit irgendwelchen Werkbänken und so. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Müssen wir sie beim nächsten Mal fragen. Ich weiß auch nicht, was das hier ist. Ist da Lava drin? Ich glaube, da ist Lava drin. Schmelz? Okay, wir fassen hier lieber nichts an. Und ich suche jetzt einen geeigneten Ort für unseren Jurassic Park. Okay, Leute, an diesen Ort erinnert ihr euch sicher ja noch. Hier habe ich ja Miri in das Öl geschmissen. Öl ist es, ist kein Treibsand. Und ich habe ja schon beim letzten Mal erwähnt, dass ich das da eigentlich ziemlich cool finde, dass da oben dieser Felsen ist und da könnte man eine richtig gute Aussichtsplattform machen. Ich werde jetzt mal ausprobieren, da oben hochzugehen und mal zu gucken, wie groß denn diese Ebene ist, wo wir uns da eigentlich befinden von oben. Weil es wäre echt cool, wenn unser Haus irgendwo oben auf dem Berg ist und dann mal einen schönen Überblick über den fertigen Park dann hätte. Aber erstmal hier hochkommen. Ja, vielleicht sollten wir jetzt erstmal... Vielleicht können wir auch auf den Berg gehen. Ich versuche den mal zu erklimmen. So, das sieht doch hier ganz gut aus. Schön hochhüpfen. Oh, hier oben liegt sogar Schnee. So hoch ist das. Das ist natürlich krass, ne? Ich würde es halt wirklich cool finden, wenn wir... Aber schaut mal. Wenn wir jetzt hier zum Beispiel... irgendwie unser Haus drauf bauen würden. Schaut mal, was man dann für eine schöne Sicht hier hätte, wenn wir hier über diese Ebene unseren Park erstrecken. Und hier hinter hätte man auch noch Platz. Könnte natürlich auch in diese Richtung gehen. Entweder wir bauen das hier auf dieser Seite oder halt hier auf dieser Seite. Ich weiß nicht, was ich schöner finde. Ich glaube, ich finde hier sogar schöner, wenn man das hier machen würde. Oder? Ja, hier hätte man vielleicht mehr Platz. Ja, aber es ist kein schlechter Ort hier, um sozusagen unser Haus hier oben drauf zu bauen. Und dann kommt man sozusagen aus der Tür raus auf eine Terrasse und hat dann direkt einen wunderschönen Überblick über unseren Park. Also kann ich mir gut vorstellen, Haus hierhin platzieren. Ich hoffe, Miriam ist damit einverstanden, weil sie hat hier halt jetzt gerade gar nichts mitzuentscheiden. Aber sie muss sich jetzt einfach fügen. Geht nicht anders. Dann würde ich sagen, mache ich mir mal so ein bisschen, planiere ich mal so ein bisschen. Und dann gucken wir mal, ob wir hier ein schickes Haus gebaut kriegen. Darf natürlich auch nicht zu groß sein, aber auch nicht zu klein, weil wir müssen natürlich die ein oder andere Sache in unser Haus unterbringen. Unter anderem Schlafzimmer, Küche und sowas. Das will sie sicherlich alles haben. Weil Miri, die liebt es, in Minecraft zu bauen. Die wird sich ordentlich austoben. Und ich weiß genau, Miri, die ist so eine, wenn sie nicht genug Platz hat, dann ist sie gleich, das ist nicht gut, sage ich mal, Leute. Also sie braucht immer viel Platz. Ich hoffe, der Platz wird ihr ausreichen, aber ich will jetzt auch nicht so ein Riesenhaus bauen, weil das Haus ist halt nicht, der Fokus. Ich will halt gerne heute noch in dieser Folge den Grundstein eventuell für unseren Jurassic Park setzen, wobei das vermutlich nicht klappen wird. Also unser Haus werde ich auf jeden Fall anfangen, aber den Park, den werden wir dann beim nächsten Mal hier auf dieser Fläche beginnen. Und dann müssen wir auch noch schauen, dass wir irgendwie die Gallimimos, die jetzt noch in unserem Haus sind, zähmen und dass wir die rüberbringen in unseren Park. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Das muss ich dann nochmal rausfinden und mich schlau lesen. Aber das kriegen wir, denke ich mal, schon gemeinsam hin.
Also, so ein bisschen planiert habe ich jetzt. Also ein bisschen Platz haben wir geschaffen. Wir können natürlich auch noch ein bisschen weiter rüber gehen, wenn das vom Platz nicht ausreichen sollte. Aber meine Schaufel ist leider gerade kaputt gegangen. Das heißt, ich muss mir gleich eine neue machen. Aber ich würde gerne dann hier unten noch eine Schicht ausheben sozusagen. Und hier würden wir dann sozusagen unseren Boden reinmachen. Aber die Frage ist natürlich jetzt als erstes, was nehmen wir als Boden? Also welches Material sieht schön aus? Weil ich weiß nicht, ob ich Holz als Boden so cool finde. Beziehungsweise man könnte ja Holz machen und das Haus aus Stein oder sowas. Aber es gibt ja sicherlich auch einige andere Steinsachen so, ne? Also irgendwelche schönen Steine oder so. Können wir mal gucken, was es hier alles gibt. Sandstein, gemeißelter Stein. Hier, was ist denn da mit Ziegelstein? Ziegel, wo kriegt man die denn her? Tonklumpen. Okay, Ziegelstein wäre natürlich mega interessant, ne? Aber ich weiß nicht, wo ich Tonklumpen herkriege. Müsste ich googeln. Kann ich ja vielleicht rausfinden und dann schauen wir mal, ob das machbar wäre. Okay, Leute, ich habe jetzt schon mal so ein bisschen Holz rangeholt und mal gerade gegoogelt. Also Ton findet man wohl irgendwie auf dem Grund von irgendwelchen Gewässern. Und ich glaube, das wird jetzt für das erste Haus viel zu schwierig werden. Weil ich habe erstens keine Ahnung, wie das aussieht. Zweitens weiß ich nicht genau, in welchen Gewässern man es genau findet. Ob es jetzt hier in solchen kleinen Flüssen bzw. Seen ist oder ob es im Meer ist. Absolut keine Ahnung. Vielleicht könnt ihr mir das ja mal in die Kommentare schreiben. Und ich weiß auch gar nicht, ob das cool aussehen würde, so roter Ziegelstein. Aber ich denke schon, oder? Also keine Ahnung. Ist aber jetzt für den Anfang vermutlich ziemlich ungeeignet. Und dass ich keine Schaufel habe, das ist ein bisschen nervig. Komm. Boah, jump and run hier. Ja, ich muss natürlich jetzt auch zusehen, dass ich ja erstmal eine Bleibe hier mir mache, dass ich nicht immer zurück zu unserem Haus muss, weil es sollte eventuell gleich Nacht werden. So, hier wird jetzt mal alles umgewandelt. Machen wir mal schnell so eine Werkbank hier hin in die Ecke einfach. So. Ja, machen wir mal ein paar Stöcke. Und eine Schaufel. Dafür brauchen wir Stein, ne? Irgendwo Stein. Es muss doch hier Stein geben. Da ist Stein. Perfekt. Machen wir mal kurz eine Schaufel aus Stein. Geht jetzt nicht anders. Ist halt so. Nicht weiter schlimm. Ach, Kies schon wieder. Bruchstein wollte ich. So, dann können wir wenigstens hier noch ein bisschen buddeln. Dann würde ich sagen, hebe ich hier nochmal kurz die Fläche aus. Und dann können wir schon den Boden und den Grundriss für unser Haus machen. So, das ist jetzt der Grundriss hier von unserem Haus. Ich hoffe, das ist erstmal für den Anfang groß genug. Ich habe halt geguckt, dass ich auch so ein bisschen Abstand noch habe zum Rand. Man kann natürlich noch weiter hier rüber gehen. Man könnte einen Keller bauen. Man könnte noch da oben weiterbauen. In den Berg reinbauen und sowas, wenn Miri mehr Platz braucht. Also ich denke mal, das ist machbar. Aber wie gesagt, es soll sich ja in diesem Projekt nicht wirklich um unser eigenes Haus drehen. Es soll sich natürlich um den Jurassic Park drehen. Deswegen will ich gar nicht so viel Zeit jetzt in das eigene Haus investieren. Aber es soll natürlich auch nicht hässlich sein. Kann man denn irgendwie die Holzbarren noch anders verarbeiten, frage ich mich gerade. Das ist eine sehr gute Frage. Aber ich glaube, wir legen jetzt erstmal den Boden mit normalem Holz aus. Ich kenne mich leider nicht so gut in Minecraft aus, dass ich das jetzt machen könnte. Aber Minecraft ist schon cool, wenn man baut. Also da hat man auch viele, viele Möglichkeiten, gerade was die Kreativität angeht. Und ich freue mich auch schon, wenn wir unseren Park gestalten können, weil ich habe schon sehr, sehr coole Ideen. Weiß nur noch nicht, ob ich das alles so umsetzen kann. Weil für meine Ideen muss ich mich auf jeden Fall auch ein bisschen mit Redstone auseinandersetzen. Ich hoffe, da könnt ihr mir dann helfen, weil das ist ja alles nicht so einfach in Minecraft. Vor allem, ich bin ja mega der Amateur in Minecraft. Ich bin ja, hab ja wirklich nicht viel Spielerfahrung und bin nicht gerade gut in Minecraft. Aber schau mal. Also das ist jetzt so die Hausfläche. Natürlich, wenn ich jetzt hier die Wand hinsetze, geht nochmal mehr Platz verloren, ne? Eieiei. Gott, ich weiß jetzt schon, dass Miri mega meckern wird, weil es einfach viel zu klein ist. Weil sie liebt es einfach riesig zu bauen. Sie will am liebsten hier eine riesige Villa hinzimmern. Aber ist nicht. Wir müssen minimalistisch denken, was das angeht. Ich glaube, ich baue aber trotzdem hier bis zur Wand schon mal. Sonst ist das tatsächlich ein bisschen zu klein. Die Frage ist halt jetzt, was mache ich jetzt erstmal als Wand und wo kommt der Eingang und sowas hin? Ich würde hier gerne
so einen Balkon oder eine Terrasse später haben, wenn ich ehrlich bin. Also, dass man hier so rauskommt und kann dann hier seinen Park begutachten. Der wird dann nämlich da unten sein. Das wäre echt cool. Ja, die Frage ist, woraus baue ich jetzt den... die Hauswände. Ja, mir bleibt ja eigentlich nicht viel über. Stein oder Holz. Ja, Holz habe ich jetzt schon beim Boden. Stein, weiß ich nicht, ob es da irgendwas gibt, was cool aussieht. Und was vielleicht nicht gerade so kostenintensiv ist wie der Ziegelstein hier. Steinziegel. Was ist das denn? Steinziegel. Silberfischchen. Wieso kann ich denn da nicht draufklicken? Ah, ich muss ja zur Werkbank. Ich vergesse das irgendwie immer. Dann schauen wir doch mal. Ach nee, geht auch nicht. Okay, die kann man anscheinend nicht herstellen. Was ist das denn hier? Rissige Steinziegel. Steinziegel. Gemooste Steinziegel. Okay. Ja, rissige macht ja nicht viel Sinn, ne? Was ist das denn hier? Gemeißelte? Ja, die werden aber nicht aussehen, ne? Wenn ich alles damit mache. Ah, ich glaube, wir werden Steinziegel herstellen. Das ist einfach mit gebrannten Steinen. Das heißt, ja, ich werde jetzt vermutlich erstmal hier ein bisschen gleich in die Erde bauen und dann Stein ein bisschen farmen. Ich weiß, wir haben bei der anderen Wohnung oder bei dem anderen Haus auch noch jede Menge Stein, aber ich will jetzt hier nicht immer den Standort wechseln. Und es wäre auch nicht verkehrt, wenn ich ab und zu gleich nochmal ein bisschen Silber farme, weil ich einfach schon, ja, meine Werkzeuge langsam kaputt gehen. Naja, dann würde ich sagen, buddel ich mich mal hier so ein bisschen Richtung Boden. Oh, was ist das denn? Oh mein Gott! Eieiei, was ist das? Ich es markiert, ein Silberfischchen. Lull. Was macht der denn hier? Komm her. Ich habe noch nie gesehen. Aber der scheint nicht wirklich gefährlich zu sein. Das Gefühl, irgendwas baut da oben Sachen ab oder so. Habt ihr das gehört, das Geräusch? Aber der... Ich mache dem keinen Damage. Doch, jetzt habe ich ihn... Es scheint noch mehr zu sein davon. Okay. Habe ich so jetzt noch nie gesehen. Oh ja, hier sind noch mehr. Geht nicht ab. Ey, lass mich in Ruhe. Mein Schwert ist auch fast kaputt. Ich glaube, ich muss gleich nochmal zurück zum Haus und dann hole ich mir mal den Hammer und so. Dann kann ich wenigstens schneller farmen. Oh Gott. Oh Gott, Leute. Die bauen ja Blöcke ab oder sowas. Was geht hier ab? Oh mein Gott, die rippen mich. Oh, ich hasse es. Kennt ihr das, wenn die Fackeln da auf Dings sind? Ich kann es nicht platzieren. Ich muss die Fackeln rausnehmen. Ich kann es nicht platzieren, Leute. Oh, Alter, ich werde... Panik! Schnell hoch! Okay, ich baue es jetzt einfach ab. Oh mein Gott, die rippen mich. Oh, lass mich in Ruhe. Ich werde von Silberfischchen getötet. Okay, ich habe echt keine Ahnung, was die machen. Komische Viecher. Bleibt da, wo ihr seid. Ich habe keine Lust auf euch. Ja, ich ziehe mich jetzt erstmal Richtung Haus zurück, denke ich. Weil ich brauche eine Eisenspitzhacke und sowas. Das dauert nämlich ewig mit einer Steinspitzhacke. Und ja, ich kann ja den Hammer holen. Dann kriege ich wenigstens ein bisschen schneller Ressourcen. Und ja, vielleicht noch ein paar Rüstungsteile mir herstellen. Ich weiß ja nicht, was Miri noch alles so gesammelt hat. aber vermutlich. Es ist Nacht, ne? Jo, aber sowas von Nacht. Holy moly, das ist natürlich gar nicht gut. Vielleicht sollte ich mal anfangen, hier auszuleuchten. Ist vermutlich nicht verkehrt. Ja, der Weg rüber jetzt bei Nacht ist natürlich sehr suboptimal. Ich habe auch kein Futter mehr, um mich zu regenerieren. Ah, sieht nicht gut aus. Ja, ich würde sagen, ich warte mal die Nacht eben kurz ab und versuche in Sicherheit zu bleiben. Die Sonne geht wieder auf. Wir können weiter, Leute. Ja, ganz schön bitter. Ich bin gerade fast durch Silberfischchen gestorben. Ich habe nochmal eine Frage an euch im, ja, in den Kommentaren. Wie bekommt man dieses Cape weg hinten? Weil mein Account wurde gehackt und dadurch habe ich dieses komische Cape da auf dem Rücken. Ja, egal. Könnt ihr mir ja mal schreiben. Ich würde sagen, ich bewege mich jetzt mal eben
Richtung Home Sweet Home. Ich denke nicht, dass da was passieren sollte. Falls ja, dann werde ich euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten. So, wir sind fast wieder da. Ich habe ein paar Sachen geholt. Und das jemand gefärbt? Hier ist einfach ein schwarzes Schaf. Wie witzig das aussieht mit diesem Viereck da vorne und dem Weiß. Ich lasse dich aber leben, keine Sorge. So, weil gerade... Ja, wir brauchen eigentlich Fleisch, ne? Ich muss gleich eigentlich auch mal auf die Jagd gehen. Wir hatten leider keine Eisenwaren mehr. Das ist echt ärgerlich gewesen. Aber das macht nichts, weil ich habe zumindest Eisenerz hatten wir noch. Und das müssen wir uns halt jetzt eben brennen. Nützt nichts. Kohle hatten wir leider auch nicht mehr viel. Also ich muss das jetzt gut aufteilen. Hier lasse ich auf jeden Fall mal Eisenerz brennen. Mach hier auch nochmal... Ich mache beim... Ja, Eisenerz ist wichtiger. Da mache ich mal 4 rein. Und die andere mache ich Bruchstein rein. Und den Rest dann jeweils. Andesit habe ich auch noch gefunden. Und Kies. Andesit kann man auch so Blöcke draus machen. Habe ich hier oben auch nachgeguckt. Polierter Andesit. Sieht aber an sich nicht so cool aus. Aber man kann sogar Möbel daraus machen, sehe ich gerade. Wie cool. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Kommt bestimmt von der Mod, ne? Ja, Furniture-Mod. Habe ich mir schon gedacht. Wir brennen uns jetzt erstmal Stein. Weil das Ziel war ja natürlich der Ziegelstein. Der hier. Steinziegel. Der war das Ziel auf jeden Fall. Den würde ich gerne machen. Dafür brauchen wir 4 gebrannte Stein. Und wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal gleich darunter und müssen irgendwie gucken, dass wir noch Stein sammeln, Kohle sammeln und sowas. Ich habe auf jeden Fall den Hammer dabei und noch so ein paar andere Dinge. Ich habe auch eine Truhe hier gebaut und sowas. Ihr seht das ja, das habe ich gerade gar nicht, glaube ich, gezeigt, ne? Ja, ich habe hier so einen Öfen, Truhe und sowas gebaut. Ich würde sagen, das, was ich gerade nicht brauche, das behalte ich jetzt erstmal hier. Ich brenne jetzt hier schon fleißig Stein. Und wir können jetzt gleich schon die ersten Grundrisse von unserem Haus sozusagen bauen. Und es gibt ganz schön XP, wenn ich hier die Sachen brenne. Und vielleicht können wir uns mal eben... schmeiße ich erstmal weg. Das ist natürlich auch gut. Gehen wir wieder her. Hallo. So. Vielleicht können wir uns mal eben noch Rüstungsteile bauen. Ich weiß gar nicht, was wir noch haben an Rüstung. Ah, okay. Wir brauchen noch einen Helm und eine Hose. Das kriegen wir doch hin. So, Hose und Helm. Da haben wir auf jeden Fall schon mal wieder eine volle Dingsausrüstung. Und wir müssen uns auf jeden Fall gleich ein neues Schwert machen, eine neue Spitzhacke und sowas. Ihr seht das schon wieder. Die Ressourcen sind ganz schön verbraucht, weil ich habe gerade ein bisschen gefarmt halt damit. Aber ist ja nicht weiter schlimm. Nehmen wir uns nochmal den restlichen Stein raus. Und dann gucken wir nochmal eben, wie war denn das jetzt hier mit dem Steinziegel. Okay, einfach 4 Steine zusammenpacken. So, dann haben wir 60 Steinziegel hier rausbekommen. Das ist ja schon mal nicht verkehrt, ja, für den Anfang. Und ich finde, der sieht eigentlich ganz schnieker aus, ne? Ist nicht schlecht. Wir werden auf jeden Fall hier natürlich eine Tür reinmachen. Ich denke mal, die werde ich hier hin machen. Vielleicht könnte man auch eine Doppeltür machen. Das macht wahrscheinlich sogar Sinn, ne? In Türen nehmen wir, glaube ich, Holztüren. Könnte ganz cool aussehen. So, die Frage ist natürlich auch, wo kommt jetzt der Eingang vom Haus hin? Weil hier soll ja die Terrasse sozusagen hin. Ich denke mal, der Eingang wird dann irgendwo auf diese Seite kommen. Auch wenn da jetzt natürlich der ganze Kram vorsteht. Ich mache mal einfach so. Packen wir den Eingang mal dahin. Ich weiß gar nicht, wie man das macht mit Fenstern. Lässt man da einfach was frei? Ich denke schon, ne? Also einfach so. Wir werden das Ganze auf jeden Fall 3 hochbauen. Definitiv. Dann können wir hier nämlich... Fenster reinmachen, das ist ja ganz cool. So, jetzt müssen wir mal schauen, wie wir das von den Fenstern her machen. Wir könnten einfach ein großes Fenster machen, warum nicht? Und dann einfach Glas mit rein. Und dann passt das eigentlich. Und hier machen wir ja auch auf jeden Fall auf die Dreierhöhe. Kommt hier die andere Tür rein. Ja, hier brauchen wir jetzt natürlich kein Fenster. Das passt, denke ich mal. Und auch hier können wir eigentlich ein Fenster machen. Machen wir mal so. Ja, ist doch ein ganz netter Grundriss. Ah, jetzt. Okay. Sehr gut. Wunderschön. Den Eingang. Probieren wir das Ganze hier auch nochmal, wenn wir so gucken. Ja, hat geklappt. Super.
Kann man hier eigentlich Fenster jetzt machen mit dieser Furniture-Mod? Fenster. Gesegnetes Fenster. Nee, das klingt so ein bisschen nach Kirche. Da können wir eigentlich im Prinzip einfach Glas machen. Glas hatte Miri ja schon gemacht. Sie hat ja ganz viel Sand schon gebrannt gehabt. Nehmen wir uns nochmal Stein ein bisschen raus. Dann mache ich mir nochmal ein paar Ziegelsteinchen. Das reicht sogar perfekt, Leute. Schaut euch das an. Ist das nicht wunderbar? Ah, ich freue mich schon darauf, wenn man dann da unten die ersten Dinos zu Gesicht bekommt morgens, wenn man aufsteht. Sehr, sehr cool. Ich weiß jetzt nicht, ob ich hier doppelstöckig machen sollte oder nicht. Wir müssen mal gleich vom Weiten schauen, wie das Ganze hier oben aussieht. So, ich bin hier gerade fleißig am Holz sammeln, weil ich habe mir überlegt, dass ich das Dach jetzt erstmal aus Holz mache. Kann man ja später immer noch bearbeiten, wenn man das irgendwie optisch nochmal verändern möchte oder anpassen möchte. Und ja, ich habe noch ein paar Schafe vorhin geschlachtet, weil ich einfach Hunger habe. Was ist das denn hier? Feuchter Garten. Okay, lassen wir erstmal stehen, brauchen wir nämlich gerade nicht. Ja, genau. Und neue Werkzeuge habe ich mir hergestellt, weil ihr habt ja gesehen, meine waren ziemlich am Ende. Wir müssen auch unbedingt zusehen, dass wir nach hier oben einen vernünftigen Weg uns bauen mit einer Treppe oder so von hinten. Also nicht von dieser Seite, weil von dieser Seite, da will ich logischerweise den Berg nun mal lassen. Hier soll ja so ein Ausguck dann hin, nach da unten. Aber auf der anderen Seite muss unbedingt eine Treppe hin. Und wir müssen jetzt mal schauen. Wir haben hier natürlich jetzt noch ein bisschen mal einen Stein rausbekommen. Hier sind die gebrannten, ja, Hammel-Dinges. Wie heißt denn das? So ein Schafsfleisch. Hammelfleisch. Okay. War ich gar nicht so auf Abwägen. Und dann würde ich jetzt fast sagen, dass wir mit diesem Holz jetzt erstmal... Wie macht man denn ein Dach eigentlich? Man macht doch eigentlich... Wir verarbeiten erstmal alles fertig. Man macht doch eigentlich so solche Dinger, ne? Ich weiß jetzt nicht, ob das cool aussieht, wenn man das so macht. Sieht nicht ziemlich doof aus. Wo hat denn der jetzt so rum dran? Okay, das Dach, das wird auch nochmal ein richtiger Akt. Aber dass der Server gerade so laggt, das macht es auch alles... Was mache ich denn da? So. So wollte ich gucken. Macht es alles nicht einfacher. Ihr seht ja, wenn ich was abbaue und so, das dauert immer so einen kleinen Moment. Aber können wir gerade irgendwie nicht ändern. So, der Dachbau ist jetzt fast abgeschlossen. Bin gleich sehr gespannt, wie es aussieht von außen. Ja, es wird wahrscheinlich am Ende eh nicht so bleiben, das Haus. Das wird noch sehr, sehr umgebaut werden. Aber ich denke, fürs Erste ist das okay. Und jetzt gehen wir natürlich die Materialien aus. Ja, ist egal. Wir machen jetzt einfach Stein hier rein. Hauptsache, ich bin fertig. Es ist leider gerade Nacht, also ich kann gerade nicht gut gucken, wie das vom Weiten aussieht. Ich würde eigentlich gerne mal da runter gehen. Sind da denn fiese Viecher? Ich glaube gerade nicht. Also das schwarze Schaf chillt da auf jeden Fall so ein bisschen. Vielleicht können wir es mal eben riskieren. So, Fallschaden ist natürlich auch uncool, aber nützt gerade nichts. Passt schon. Jetzt gucken wir mal. Da oben sieht man es jetzt, das Haus. Sieht doch gar nicht so schlecht aus. Da oben ist der Mond, da ist das Haus. Aber wenn man das noch so ein bisschen anpasst, dann hier so eine geile Treppe oder sowas hochbauen, so einen richtig geilen Steinweg oder sowas. Also so eine Steintreppe, die so an den Berg angepasst wird oder sowas, so stelle ich mir das vor. Dann ist das, denke ich, schon ganz okay. Und schon können Miri und ich dann hier nächtigen. Sollten jetzt auch eigentlich safe hier sein. Vielleicht nochmal eben ausleuchten. Und dann passt das eigentlich. Und in der nächsten Folge können wir dann den Park anfangen. Den Grundstein haben wir jetzt ja mit dem Haus hier schon quasi gesetzt. Das ist ja schon ziemlich nice. Kann man die eigentlich stacken? Ne, kann man nicht. Ja, platzieren wir die mal eben. 1 und 2. Und dann steht man hier aus dem Bett auf. Hat dann direkt die Sonnenstrahlen, die hier durch das Fenster hineinscheinen. Vielleicht können wir hier das Fenster noch ein bisschen vergrößern, sodass die Sonnenstrahlen noch mehr reinkommen. Ist auf jeden Fall sehr, sehr schön, dass das hier so reinstrahlt. Dann geht man hier raus. Hier wird man dann einen richtig schönen Balkon und sowas haben mit einem Geländer. Und da unten wird dann der Dinosaurierpark sein. Und da wird man dann seine Lieblinge direkt morgens zu Gesicht bekommen. Finde ich sehr, sehr cool. Das Haus ist natürlich noch gewöhnungsbedürftig. Also das werden wir auf jeden Fall noch umbauen. Das sieht nicht so nice aus, erfüllt aber jetzt erstmal seinen Zweck. Also ich bin sehr zufrieden. Und ich denke, für die heutige Folge soll das reichen. Wir haben den Grundstein für unseren Jurassic Park gesetzt. Und beim nächsten Mal wird hoffentlich schon unser erstes Gehege gebaut. Also ich denke mal. Mal schauen, ob Miri dann schon wieder dabei ist oder ob ich immer noch alleine bin.
Das werden wir dann sehen. Aber ich würde sagen, ich bedanke mich auf jeden Fall schon mal vielmals bei euch fürs Zuschauen. Falls euch das Minecraft-Projekt gefällt, dann würde ich mich mega über ein Like freuen. Und ja, falls ihr nichts mehr verpassen wollt, dürft ihr gerne abonnieren. Vielen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Macht's gut, haut rein. Euer Dandy.